Meine Tomaten konnte ich bereits in den Folientunnel reinsetzen. Die ersten Ernten konnte ich machen. Einige Sachen konnte ich schon ins Freiland raussetzen. Und weitere Aussaaten sowie Auspflanzungen konnte ich auch schon tätigen. Ein kleines Experiment ist auch in dem Video mit dabei. Und etwas Tragisches ist auch passiert. All das in meinen dreiwöchigen Saftfasten. Das werde ich noch etwas weiter fortführen. Und ich brauche nicht mal irgendwelche Vorschriften von Religion, zum Beispiel bei den Christen oder auch beim Ramadan, wobei auch das über die Jahre oder Jahrhunderte auch aufgeweicht worden ist, wahrscheinlich durch die Einstellung der Menschen. Haben wir das jetzt auch kurz geklärt? Viel Freude, was in den letzten Wochen hier im Garten passiert ist. Ende März hatte ich meine vorgekeimten Kartoffeln bereits in die Erde gesteckt. Wieder der blaue Schwede und die rote Emali. Bring Farbe und Vielfalt in dein Leben. Und die sehr frühe Kartoffelsorte Annabelle. Sehr große Knollen erwarte ich bei ihr. Die Kartoffeln landen im Beet vor dem Gewächshaus. Und einige Knollen blieben übrig und die sind dann in den Kübel gewandert. Eins der wichtigsten Permakulturelemente, Mulchen, der darf nicht fehlen. Aprilzeit ist Kürbiszeit. Ich bereite schon einmal die Voranzucht für meine Melonen, Gurken, Kürbisse und Zucchini. Habe hier große Kartonagen aus dem Supermarkt genommen und da Müllsäcke reingelegt, damit ich Wasser von unten reinfüllen kann. Die Müllsäcke werden dann noch im Nachhinein wieder genutzt, keine Sorge. Die Anzuchterde ist meine lebendige Komposterde, wie immer. Viel Holz und einiges an Pflanzenkohle ist mit dabei. Alles abgefüllt, jetzt wird es auch noch ein bisschen sportlich. Ab ins Haus zu den Samen. Die vielen verschiedenen Sorten werden ausgesät und die bleiben so lange im Haus, bis sie anfangen zu keimen. So schaut die Voranzucht bei mir im Haus aus. Im Folientunnel kommen dann auch weitere Salatpflanzen rein. Kopfsalat als auch Pflücksalat. Die Petersilie wächst auch noch so lange im Tunnel, bis sie anfängt zu blühen, denn dann werden die Pflanzenteile leicht toxisch. Apiol. Der Knoblauch und dieser Salat sind noch vom letzten Jahr, die haben hier überwintert und vom letzteren konnte ich schon etwas ernten. Der Rhabarber hat auch schon seine Blüte gebildet, die habe ich rausgebrochen, damit keine Energie dafür verschwendet wird, mehr Energie für die Blattbildung und dann auch letztlich die Stängel. Bei dem Sommerwochenende im April kann das ganze Jahr über so sein, habe ich mich nun entschieden, meine Tomaten in die Gewächshäuser zu setzen. Über 130 Stück, wenn nicht sogar 150. Das hat gut 4 Stunden gedauert und teilweise hat mir auch noch mein Vater ausgeholfen. Schaut euch diese schöne dunkle Erde an. Wie immer wichtig hier, mulchen und auch mit viel
Holzhäckselanteil und nicht umgraben. So, auch dürfen die Jungpflanzen sich an die Sonne gewöhnen. Es ist wichtig, dass die Pflanzen keinen Sonnenbrand bekommen, denn das kann enorm Schaden zufügen und die Zeit, die wir an der Vorzucht gewinnen, wollen wir ja nicht da verschwenden. Deshalb achte darauf, nicht zu viel Sonne auf einmal, sondern langsam die Pflanzen daran gewöhnen. Die Gurken sind als erstes gekeimt. Eine wunderbare Sorte, die Arola, die war Nummer 1. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Die Eiszapfenradieschen sind soweit, waren in der Mischkultur mit den Frühlingszwiebeln. Auch die konnte ich schon ernten für meine Kunden und meine Familie. Ich esse Radieschen und Frühlingszwiebeln schon seit Jahren nicht mehr. Zwergfelsenbirnen, mein süßes blaues Marzipan, blüht auch schon ordentlich und der Knoblauch ist auch gut dabei. Sowohl im Freiland als auch im Hochbeet bei den Radieschen. Die klassische Mischkultur sind Knoblauch und Erdbeeren. Wer macht das auch? Gerne in den Kommentaren schreiben. Knoblauch hat den Wirkstoff Allicin, der gegen den Mehltau bei den Erdbeeren wirkt. Die abgeernten Rhabarberblätter lasse ich im Tunnel zurück, damit sich die Schnecken darunter verkriechen können, damit ich sie besser absammeln kann. Hier noch ein kleines Experiment von mir. Meine Papaya habe ich etwas ausgedünnt und ein paar Triebe ins Wasser eingelegt. Weiße Knollen haben sich gebildet und da dachte ich mir, okay gut, steckst sie schon mal in die Töpfe und schaust, ob sie Wurzeln bilden. Ich hoffe. Im November, kurz vor dem Frost, habe ich meine damaligen Auberginen- und Paprikapflanzen, die einerseits in Töpfen kultiviert waren, andererseits habe ich sie auch aus dem Freiland rausgeholt und auch in die Töpfe reingetan, zum Überwintern in die Garage reingestellt. Dort ist es kühl und auch frostfrei und habe auch dann die Blätter komplett entfernt, damit sie keine Photosynthese machen müssen. Was ist nun aus den 42 Pflanzen geworden? Die sind mir eingegangen, weil mein Bruder meinte, er müsste mir eins auswischen und hat dabei das Garagentor offen gelassen. Und das unter anderem, weil ich ihm gesagt habe, er soll seine Musik nicht so laut machen, dass man die in mehreren Räumen hören kann, weil es ja dann doch ein bisschen blöd ist, wenn man konzentriert arbeiten möchte, zum Beispiel Skripte schreiben, mit Leuten in Calls hockt oder halt selbst Videos dreht im Zimmer. Das Garagentor hat auch gut über eine Woche offen gelassen und ich war natürlich der Letzte, der davon erfahren hat, weil meine Eltern das schon vorher wussten und immer das Garagentor geschlossen hatten, aber halt beim letzten Tag, wo es dann passiert ist, sie dann nicht drauf geachtet haben, wo es dann schon zu spät gewesen ist und mir davon nichts gesagt worden ist, sondern ich dann auch selber herausgefunden habe. Ist jetzt ein bisschen tragisch, ist passiert, Pflanzen kommen deshalb trotzdem nicht zurück, aber ironischerweise möchte auch keiner dafür Verantwortung übernehmen. Sehr schön von einem Kinderpfleger und angehenden Pädagogen. Mal schauen, wie sich das Ganze jetzt noch klären lassen wird. Für mich geht er immer noch weitermachen, ist jetzt früher, geht Richtung Sommer. Pflanzen einfach raussetzen. Ich werde euch dabei auch weiterhin mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ihr findet natürlich auch hier wieder zwei spannende Videos eingeblendet, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euch im Garten. Viel Sonnenschein und auch dann später das nötige Wasser, damit ihr eine erfolgreiche Ernte habt. Permakultur.